Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute bauen wir erstmal wieder eine Foundation. Dann fahre ich hoch ins Schneebiom, möchte gerne ein bisschen Militärloot aus meinem Lieblingsbunker besorgen und ja, mal schauen, ob wir auch eine Trophäe finden, wie zum Beispiel einen Bärenkopf. Das wäre so eine geile Sache. Gut, ansonsten werden wir natürlich heute den vierten Kiefer losen und ich versuche in der Folge nicht wieder den Hashtag zu vergessen, denn das war der Hashtag von gestern. Tatsächlich, weil ich ihn vergessen habe, gab es weniger Teilnehmer, nicht allzu viel weniger, aber es sind knapp 60 und damit erhöht sich natürlich auch die Chance, pro Teilnehmer zu gewinnen. Also ich bin gespannt, wer heute den Key absahnt und ja, will euch gar nicht so lange quälen. Erstmal kommen wir auf die Top-Kommentare des Tages und zwar das erste wäre von Nico L. War eine lustige Begegnung und ein geiles Feuerwerk. Wieder einmal ein gelungenes Video. PS, der Server ist super. Jetzt weiß ich, wer da war in der letzten Folge, der das andere Feuerwerk gezündet hat. Haha, gut. Aber der wollte mir, glaube ich, nichts Böses. Gut, das zweite Top-Kommentar ist von Doc001. Ich habe schon drei Gläser gefunden. Zwei in einer Bar. Hör zu, Opa. Der hat die in der Bar gefunden. Und einen im Haus, aber es gibt auch fertige Cocktails zu finden. Okay, mein Ziel ist heute Militärloot. Dann eventuell eine Trophäe, am liebsten einen Bärenkopf und ein Glas finden. Also es ist schon eine Mammutaufgabe, auf jeden Fall. Gut, ich gehe jetzt erstmal auf den Desktop in der Szene und verlose sozusagen, nein, ich verlose tatsächlich, einen weiteren Scum-Key. Und der Gewinner ist... Dauert ein bisschen. Oh, es ist laut, ey. Kann man nicht leiser machen. Jetzt wird's spannend. Oh, da kann man schon fast aussuchen, wer könnte es werden. Oh, ganz knapp. Nein, ein Admin. Ein Admin hat gewonnen. Pete hat gewonnen und er will ihn einen Kumpel schenken. Ich kann da echt nichts einstellen. Das ist wirklich jetzt Pete, der den gewonnen hat. Es ist nicht Kenick. Nein, ich habe mich letzte Folge vertan. Es ist tatsächlich... Pete, der den gewonnen hat. Oh Gott, ein Admin. Ich hoffe, ihr glaubt mir das, aber das ist, ich kann da wirklich nichts an einstellen, an diesen Rat. So, gut, gehen wir nun auf den Server und ich freue mich natürlich auch für Pete, seinen Kumpel, denn Pete hat das Spiel ja und der gibt den Key dann weiter. Heide Witzka. So ein Zufall, ne? Gut, ja, aber auf jeden Fall gibt es morgen nochmal einen Key. Morgen wird es schwierig, morgen muss ich arbeiten. Ich werde die nächste Verlosung erst Sonntag machen. Heißt, ich werde eine Überbrückungsfolge machen. Aber wir werden uns in der heutigen Folge auf jeden Fall nochmal einen Hashtag aussuchen. Und die in der jetzigen Folge, in der gerade rumwackel, dann den Hashtag schreiben, werde ich dann natürlich am Sonntag verlosen. Weil morgen muss ich arbeiten. Ich kann halt nicht immer frei haben. Das geht nicht, ne? So, erstmal repariere ich einen Fernseher. Ne? Der sieht schon so scheußlich aus. Gott. Gut, erstmal eine Foundation. Das ist immer wichtig für mich. Wir machen jetzt diese große Hütte hier hin. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, hier am See, da oben bei C1 ist das ein schöner See. Da könnten wir uns ja auch einen schönen, ja, eine Ferienbude bauen. Aber das lasse ich. Ich baue die jetzt hier. Denn da könnt ihr euch schön niederlassen. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen schlauer. So, gut. Dann legen wir mal los. Ich schreibe mal Hu im Chat. Damit alle Bescheid wissen, dass ich auch da bin. Ne? So, Handwerk. Eine Foundation muss raus. Eine Foundation. Ja, der Hashtag für heute, für morgen, oder besser gesagt für Sonntag. Ich habe mir da wieder mal keine Gedanken gemacht. Der wäre... mir fällt keiner ein. Es ist immer dasselbe. Steffi, moin Tim. Komm, hack Bäume. Heute zeigt sie viel Bein, auch unsere Steffi. Zack. So, der Hashtag. Jetzt muss ich überlegen. Zack. Ach, ist ja schön, wenn man so Bäume in der Nähe hat, ne? Aber was könnte man für ein Hashtag nehmen? Okay, ich habe eine Idee. Wird wieder Steffi Popo fixiert. Steffis Buchse ist kurz. Nein, zu kurz. Steffis Buchse ist zu kurz. Das ist der Hashtag für heute. Wie ihr den schreibt, ist egal. Also Rechtschreibfehler werde ich da tolerieren. Aber der Hashtag für die Sonntagsfolge, die Sonntagsauslösung ist Steffis Buchse ist zu kurz. So, fertig. Dann haben wir schon mal einen Hashtag. Ich sollte mir echt vorher darüber Gedanken machen, aber mache ich ja nie.
Heute sehen, scheiße, bin wach geworden und fühle mich schon den ganzen Tag irgendwie mies, keine Ahnung. Aber so eine Tage gibt es einfach, das kennt ihr vielleicht auch von euch, ne? So. Popo fixierter Hashtag wieder, aber was soll's. Dann holen wir mal ein paar Bretter. Ja, da baut jetzt jede Folge eine Foundation. Aber da ich ja morgen eine Überbrückungsfolge machen möchte gerne, würde ich sagen, dass wir morgen eine Folge bauen einfach, ne? Vielleicht schaffe ich das ja heute. Wie gesagt, ich habe heute ein bisschen was zu tun. Und dann baue ich einfach die Hütte fertig, oder? Mache jetzt aber trotzdem... Boah, viele Hölzer hier liegen, ne? So. Wir müssten, glaube ich... Warte mal, 4 kriegen wir pro? 15 brauchen wir. Ich finde das immer so viel, ey. Das ist wirklich immer sehr viel. Aber ich bin gespannt, ob wir heute auch wirklich vielleicht eine weitere Trophäe finden werden. Das wäre auch ganz schön. Zack. Immer 4. Warum eigentlich 4? Warum nicht 5? Wäre viel einfacher für uns. Bam, 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 bam. Ja, den Kofferraum nutzen wir jetzt schneller. Aber die Zeit, die gönnen wir uns einfach mal, ne? So. Ich muss ihn eigentlich nicht rauslegen, ne? Nein, oh, ja gut. Ich muss ihn eigentlich nicht rauslegen. So. Holzbretter verteilen. Ob wir heute einen Drink finden? Ich weiß es nicht. Oder ein Bär. Aber Militärloot werden wir abstauben. Und ich hoffe, es wird kein 16. Grabstein entstehen. Das wäre natürlich total scheiße. Zack. Auf jeden Fall wird hier unser Umkleideraum. Das größte Haus wird einfach nur Steffis Umkleideraum, wo wir halt Klamotten sammeln dann. Moin Steffi, immer noch am Holz hacken für die Base, ist ja klar. So. Aber das gibt ja auch Survival-Punkte. Das darf man ja auch nie vergessen, ne? Ja, gibt Survival-Punkte. Ups. Bin durchgestartet. Was schreibt sie? Brauchst Hilfe, Steffi? Nee, nee. Dass ich mittlerweile glaube, dass ich Steffi bin, ne? Also es ist schon... Ich fühle mich schon angesprochen mit dem Namen. Transgender Tim hier, ey. So, gut, dass ich verheiratet bin und einen Sohn habe. Und die letzte Reihe Holz. Wie gesagt, dann werde ich heute wahrscheinlich abends ein bisschen aufnehmen. Vielleicht kommt ihr ja vorbei und helft mir. Ich weiß noch nicht, wann ich aufnehme. Und dann bauen wir hier das große Palästchen zusammen, weil wir brauchen 100 Holzstücke. Das ist extrem viel. So, dann fahre ich jetzt mit euch ins Schneebiom. Ja, fahre in meinen Lieblingsbunker. Der ist einfach geil. Was sagen die Grabsteine eigentlich? Die müssen ja auch dauerhaft repariert werden. Aber die gehen langsam kaputt. Wir wollen unsere Steffis ja in Ehren halten, ne? So. Alles klar. Dann. Die Tür habe ich zugemacht. Interessant. Fahren wir los, würde ich sagen, ne? Also, was soll ich jetzt auch anderes tun? Und besorgen uns schöne Loot. Das muss jetzt sein. Ich konnte nicht anders. Also mir fehlt es auf jeden Fall an Scopes vor allen Dingen. Für die Waffen. Oh, ich habe eine Trophäe. Da fliegen sie rum. Wartet. Oh, die sind so weit weg. Ich meine eine heute. Boah, ich muss meinen Monitor mal sauber machen. Ich habe überall Krümmel. Das muss ein gezielter Schuss werden.
Ist das schwer. Erwischt. Erwischt, oh. Und ich habe ihn auch wieder gefunden. Das ist das Allerwichtigste vom Wichtigen. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Man sieht ihn ja gar nicht. Pick up. Oh. Eine alte Krähe in der Tasche. Direkt vor der Hütte, ey. Ist doch gut. Aber wir müssen eigentlich mal zum Wasser fahren, ne? Ich denke, man kann... Kann man denn nur die Krähe oder kann man auch... Warte mal, hier hinten ist noch eine Holzlatte. Wow, Vorsicht. Alle haben wir nicht verbraucht, ne? Hier. Ah, Steffi gibt wieder alles hier. Uah! So, dann können wir die schon mal auf den Boden legen. Dann haben wir doch schon mal einen Krähenkopf. Das ist schon mal... bin ich aber ganz begeistert. Also wir haben... Aber nicht die Möwe, ne? Die Möwe gibt es tatsächlich nicht. Es gibt wirklich nur die Krähe. Und du brauchst auch die tote Krähe dafür. Na, interessant. Fast selbstsprechend, aber egal. Da ist er. Oh, wir halten dich in Ehre. Ausgestopfte Krähe. Okay. Unsere Sammlung wird größer. So, schön. Dann auf ins Schneebiom. Der Bärenkopf. Oh, warte mal, ich habe das vergessen. K98 Munition. Nur sicherheitshalber. Hoffentlich habe ich noch welche. Jetzt muss ich nur wissen, wo ich die gelagert habe. Da. Wenn sie da ist. Ja. Einmal ganz kurz abchecken. Klack, klack, klack. Ja, auf jeden Fall kennt sich Steffi mit allen Waffen aus, ne? Interessant. Und die echte, weißt du, was die echte Steffi gerade macht? Bügeln. So. Auf und davon, auf ins Schneebiom. Mal gucken, ob irgendwelche Geschenke noch gab. Oh, wir müssen nochmal an die Kiste ran. Was sagt denn der Hunger? Ich achte wieder nicht auf ihr Hunger, ne? Wir haben eine Kalorie. Oh, wir müssen dringend was essen. Sorry. Ich will doch einfach losfahren, Mann. Boah. Der ist leer. Und es ist ja hier im Spiel... Oh, guck mal, den können wir mal hinstellen. Relativ egal, ob wir rohes Fleisch essen oder nicht, ne? Ich muss ja die Kiste irgendwann mal aufgegessen haben. Oh, Vitamin D fehlt. Können wir noch einen Pilz essen? Oh, was muss er denn jetzt schon wieder? Muss schon wieder pinkeln. Achtung, Achtung, Achtung. Eiweiß, Kohlenhydrate. Ah, diese großen Pilze. Mann, Pete, du alter Key-Gewinner. Die großen Pilze kriegst du doch gar nicht aufgegessen, ey. Eine Einheit hat er da gerade, hat sie gerade erstmal davon. Was muss er denn jetzt? Pipi, aa. Zucker kommt, Natrium ist immer noch sehr hoch, aber es geht halt bergab. Darm, Blasenvolumen. Okay. Ihr dürft nicht gucken. Mann, man kann sich nicht verstecken. kann sie nicht hinter der Wand verstecken. Mann. Gucken wir im Gesicht. Es hat Natur, ne? Es hat Natur. Ist das eigentlich Sommersprossen oder was ist mit ihrem Bein? Nicht, dass wir gleich vor dem Mechters müssen, ne? Deswegen. Wo hab ich denn so viele Ruhmpunkte her? Achso, jagen. Dann machen wir noch Pipi und dann geht unser wunderschönes Natrium endlich mal bergab hier. Vitamin D kommt auch rein. Ja, was sagt das Natrium? Oh, Kilokalorien gefallen mir irgendwie immer noch nicht so richtig. Wir ernähren uns ja halt saugesund letzte Zeit. Einfach alles wegkloppen, was hier drin ist.
Na, Vitamin D sieht gut aus. Ich esse noch einen braunen Pilz. Und dann sollte das eigentlich bis zu, ja, hin und zurückfahren reichen. Blasenvolumen etc. pp. Alles gut. So. Dann auf jetzt, aber auch wirklich. Jetzt will ich aber auch zum Schneebiom. Zwar die nicht die richtige Buchse dafür an. Und wenn ihr einen Bär seht, schreit. Ich brauche einen verdammten Bärenkopf. Pass auf, Stroh ist hier sehr fest im Spiel. Typisch. So. Immer Richtung Schneeberge fahren. Boah. Der will ganz cool bleiben. So. Alter Rennfahrer hier, ey. Oder Rennfahrerin. Ich glaube, Bären gibt es echt öfter im Schnee, ne? Aber einmal in der Bar gucken. Zwei Gläser wurden in der Bar gefunden. Opa, das ist. Es gibt Loot speziell auch an speziellen Stellen. Ob du es willst oder nicht. So, jetzt müssen wir die Bar finden. Warte, ich mach mal Radau. Da steht schon Salz ohne Ende. Ne, für den Tequila oder was auch immer. Ne, Wasserflaschen. Was sagt meine Wasserbalance? Trinken ist ja auch wichtig, um den Natrium runterzubekommen, aber Wasser ist gut. Wo auch immer der jetzt gerade liegt. Den nehmen wir gerne mit einem M1-Clip. Dim, 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 dim. Aber nichts mit Gläsern hier. Vielleicht auf dem halben Balkon. Oh Gott, wer tut seine Gästen sowas an? Wo ist denn das Rohr? Ach, das liegt direkt daneben. Waterbottle. Naja, auf dem Klo erwarte ich jetzt eigentlich nichts. Opa, es ist kein Glas da. So. Dann geht's einfach weiter. Wir fahren Richtung Schneeberge. Bin fast falsch rumgefahren, obwohl der am Berg vor mir ist, ey. Echt irre. So, das müsste uns ja fast zu unserem Bunker führen. Wo, oh, das war knapp. Ich weiß wieder nicht, wo der ist, ne, ehrlich gesagt. Das war auch ein Bunker irgendwo. Aber das ist nicht der, den ich meine. Aber ist halt der beste Bunker. Für mich ist das der beste Bunker im Spiel. Mein Gott, voll eine Kurve, Mann. Schaffe ich nicht die Kurve. Noch sind wir nicht mal ansatzweise im Schnee. Wir sind jetzt hier, da unten ist die Satellitenschüssel. Also meines Erachtens nach ist das genau da. Wartet. Geht jetzt nicht. Oh Mann, warte mal, seht ihr nix? Hä? Achso, ich kann im Auto das Menü nicht aufmachen. Blödsinn. Entschuldigung. Ja, leggy leg.
Aber heute kriegt dann irgendwie der Lenkrad nicht gegriffen oder so. Man kriegt überhaupt keine Kurven hin. Waffen-Add-Up A4. Oh, guck mal hier. Die Astrid. Da gibt's Tipps. Ja, ich weiß genau, wo ich hin will, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch der Bunker ist. Verdammt. Immer dasselbe. Immer derselbe Bunker, wo ich nicht weiß, ob ich da richtig bin. Abkürzung. Ich meine, sagen Sie, ist das nicht der richtige. Naja, werden wir gleich sehen. Oh, jetzt fängt es an, eisig zu werden. Das merkt Jeffy direkt an ihrem Bein. Oh. Diese scheiß Lags, ne? Das ist so ätzend. Die ganze Welt von oben. Das Airfield. Uah. Fahre ich Gold richtig. Aber du kommst ja wieder nirgendwo vorbei hier, ne? Die unendlich langen Leitplanken. Die lassen dich einfach nicht durch. Ja, alte Crossfahrerin hier. Die Wheeler Steffi kann nicht gut Auto fahren. Psst, aber nicht petzen. So. Ich bin jetzt hier, da wollte ich aber nicht hin. Eigentlich wollte ich ganz woanders hin. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Bar. Muss den Opa einfach beweisen, dass man Gläser in der Bar findet. Weil irgendwann habe ich Glück. Und dann findet man da trotzdem ein Glas in der Bar. Wo du es verdammt nochmal überall finden kannst. Ich weiß es ja. So. Polizia. Eine schöne Stadt, finde ich. Die hat mir schon immer gefallen. Die war schon ein paar Mal, aber die hat mir schon immer gut gefallen. Die ist keine Bahn. Natürlich nicht. Der Ortschaft ist antialkoholisch. Jetzt kann ich doch nirgends so lang fahren. Drück aufs Pedal, Steffi! Drück, drück, drück! Oh, oh, oh. Dass nichts wird, muss ich wieder rückwärts fahren. Der stärkste Gang ist der Rückwärtsgang, aber... Es gibt alles... Oh Mann, jetzt leckt doch nicht so! Standbild, komplettes Standbild! Das wird nix. Aber wir sind ja Colin McRae Rally Spiele gewohnt. Das kriegen wir hin. Da wird zu steinig. Ich will ganz woanders hin, Mann. Was läuft denn jetzt hier ein Zombie rum? Polizeikontrolle. Aber langsam auf mich aufmerksam geworden. Gleich kommt eine Straße. Die wollte ich eigentlich nehmen. Da unten ist sie. Die führt mich auch zu meinem Ziel. Gib Gas, komm. Hey. Alles klar. Genau. Da rechts da oben.
Ist das der Bunker, von dem ich immer rede? Ist das der Haupteingang? Ich glaube ja, ne? Da fehlt mir die eine Hütte. Da, es ist da tatsächlich. Ich hab ihn instant gefunden. Ich bin so gut. Also halt, da kommt man halt super gut rein. Und gleichzeitig wieder raus. Ne? Das ist so ein Zusammenhang, der halt sehr wichtig ist. So, ist Tasche nicht voll mit irgendeinem Scheiß? PPAA. Zucker, bla bla bla. Ist alles gut. Darmvolumen ist, die hat irgendwie immer den Darm voll, ne? Muss ich mal leer machen, außerhalb der Aufnahme. So. Der wird mich erstmal sehen. Wie immer. Unfassbar, ne? Ich weiß ja noch gar nicht, wo er war. Wie soll ich denn da ausweichen? Wo ist Steffi überhaupt mit dem Kopf? Das sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus hier. So. Also irgendwie haben Mechs was gegen mich. Ich kann machen, was ich will. Die sehen mich. Und die sehen mich immer. Aber das hier ist mein absoluter Lieblingsbunker. Oh, der eine ist aber... Oh. Der da hinten hat mich jetzt gesehen gehabt. Heide Witzka, ey. Okay, Militärloot, Militärloot, Militärloot. Gib ihm mir. Darum ging es mir heute. Eine Trophäe haben wir ja schon. Ein Bär habe ich leider nicht gesehen. Naja, Schrott. So. Das habe ich auch echt selten. Weil das ist der geilste Bunker von alle. Kein Scheiß. Haben wir auf der Map irgendwo nochmal so ein ähnlichen? So. Das Problem ist, die Steffi hat auch keine Weste an, gar nichts. Ne? Also wenn der Mächte einmal drauf schießt, fällt sie eigentlich zu 99% sicher tot um. Antibiotikum und sowas. Leider brauchen wir noch keine Medikamente. Null. Blablabla. Das wäre cool, wenn die endlich mal Krankheiten mit reinmachen würden. Ein Update wird heute geben. Ich habe ja vor ein paar Folgen gesagt, es gibt Krankheit, also es gibt heute kein Patch. Aber tatsächlich haben die geschrieben, jetzt vor einem Tag, glaube ich, war das, dass doch heute ein Hotfix kommen soll. Nötig ist er ja, ne? Sagen wir mal so. Wer weiß, was ich so Schönes heute finde. Seil. Oh, wir müssen mal einen fesseln, ey. Wir wissen ja, wie es geht. Hände hoch und du musst hinter dem stehen. Dann kannst du ihn fesseln. Bestimmt auch mit allem. Bestimmt auch mit Tape. Ja, lass mal. Die Untersuchungsräume jucken mich nicht so dolle. Oh, die habe ich auch noch nicht gefunden gehabt. Aber die ist nicht geladen, oder? Mit was lädt man die denn? Flare Gun. Auch neu. Nochmal ein Dietrich. Für Steffis Einbrecherkarriere. Militärausrüstung war das Ziel. Ich finde natürlich kein Militär. Scheiße. Hier, ja, essen. Ach, essen darf ich ja nicht. Verdammt. Gute Dose Gulasch.
Ein Kompombo. Brauche ich aber nicht. Uah. Warte mal, da war noch das Ding hier. Ja, ich laufe wieder in den Bunker und der ist wieder leer. Er ist wieder ratzekal leer. Das war so typisch. M1 Rifle, das ist cool, weil... Wo ist denn gelandet da? Schon den Rahmen haben. Zack. Naja, Essen ist nicht unser Problem. Für einen Survival-Titel eigentlich schade, ne? Flairgun-Munition. Hab ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. So, das ist der Raum der Räume. Also wenn man sehr dringend Munition braucht, kann man hier super hin. Man kommt leicht rein. Okay, das war gerade nicht so easy, aber... Kann ja auch mal Glück haben, ne? Blödsinn. Ein schönes altes Schmiermesser. Mann. Jetzt gibt mir doch mal was Gutes. Gummibänder. Alter, alles leer. Ich habe noch nicht einmal eine SWD gefunden, glaube ich, ne? Tatsächlich nicht. Hätte ich auch anders machen können. Kack-Pistolmunition, war ich da schon dran, ja. So, Munition selber... Darf ich ja nicht craften, ne? Immer noch nicht. Da muss ich ja noch echt ganz schön was zusammensammeln. Wo ist denn die Munition? Bin ich jetzt blind? Da. Es ist immer noch grau. Gott. Na gut, die Skillung wusste ich ja vorher nicht, ne? Vor den Patches. Ein Schraubendreher. Also die Ausbeute ist echt kacke heute. Scheint ein bisschen kühl zu sein hier, ne? AK. Mies, mies. Man sieht den Bunker. Okay, hier oben, unten sind wir durch. Wie gesagt, der Bunker ist halt richtig groß, ne? Vergesse ich mal die Hälfte zu looten. Schneeker Hut. Aber 22er Munition ohne Ende hier, ey. Und jeden Karton kannst du durchsuchen. Irre. Aber das ist doch eine Scheiße drin. Wunderschön. Ein voller Rahmen. Da. So. Direkt fertig machen. Klack, 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 klack. Ah.
Ach, diese Kartons, was, da findest du eh nur Müll drinne. Ach komm. Das ein paar Mal liegen lassen, eigentlich Blödsinn, die jetzt noch mitzunehmen. Ach, ich mag Pistolenmunition. Die ist billig. Kannst gut Zombies mit platt machen. AK-15. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen was. Ah. Jetzt langsam wird es auch mal was. Toller Run. Alles leer. Arschlochspiel, ey. So. Jetzt sind wir zu hoch. Also die Ausbeute war relativ kacke. Mal schon mal irgendwas Besonderes hier finden. Also eigentlich wäre es nett, wenn man die Sachen immer rauswirft, damit die anderen das nicht selbst gleich finden im Mist hier. Wohl, vielleicht will das ja einer finden. Das kann ja auch sein. Da drin ist jetzt nicht mit Munition gerechnet, aber da war welche drin. Nochmal ein AK-15. Die ist ziemlich stark. Also ich habe die schon mal getestet. Habt ihr vielleicht gesehen, das kleine Mini-Video. Aber es ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, ne, die AK-15. Da haben wir mal einen Scope. Das ist auch sehr geil, ein M82 Scope. Das sich ja eigentlich auf vielen Waffen montieren. Aber hier drauf nicht. Nicht ohne Adapter. Wenn es um Orb geht. Ich finde hier irgendwie die Emery-Räume nicht, ne? Ich finde immer nur die Räume hier. Aber wir sind ja noch nicht durch. Ist ja noch ein Stückchen. Bist du ein Haarklammer? Naja, Bandage braucht wieder nicht. So. Kleiner Spaten, eine hässliche Brille. Helm, weißt du, ich brauche mal den Wüstentarnhelm. Ich will eine ganze komplette Wüstentarn-Ausrüstung gönnen. Ach, scheiß auf die Dinger hier. So. Aber das Scope finde ich schon mal super, dass wir es gefunden haben. Bin ich nicht ganz umsonst bis nach hier gelaufen. Ich hab zwar noch Scopes in der Form, aber egal. Tarnjacke, wir könnten hier. Na, die ist so riesig. Warum ist diese fucking Tarnjacke so riesig? Zack, zack, zack. Also wirklich so viele leere Behälter, ne? Das ist schon respektabel, sowas überhaupt so viele leere zu finden, ist schon schwer. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt kommen wir, glaube ich, in diesen Bereich, wo die Munition, besser gesagt, diese Räume mit den Munition und Waffen drin ist. Da finde ich eigentlich mehr Waffen als in den Kisten. Nö, immer noch die hier. Ist ja irre. Warte mal, die drehe ich hier nämlich mit.
Scheiße, das interessiert mich gerade nicht. Boah, ist das ein Riesenbunker, ne? Guck das mal an, hier auf der Map alleine schon. Armory-Räume. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir haben ja diese komischen Essensräume immer und wir haben... Also die hier, die ich jetzt irgendwie 500 Mal finde. Das ist ein bisschen Schnieke, oder? So, jetzt würde ich gerne wissen, diese zwei Slots, ne? Wo sind die? Wie packt die da was rein? Ich hab mich mega verlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Steffi? Scheiße ist er. Ach, Control Room. Bist du in C2? Yep. Ein M16 Magazin? Hat mein Auto bestimmt gefunden. Also irgendwie bin auch beim Sender oben. Ah. So. Aber wo die Türen zu sind, ist natürlich jetzt spannend. Nochmal lang zu gehen. Das ist aber auch ein Gewusel hier, ne? In was? Freundliche Absicht. Ja, ja. Das hätten wir nicht gesagt, wo wir sind. Das wäre dramatisch. Warum finde ich denn nicht diese Emery-Räume? Ich schnall's gerade nicht. Diese Kack-Control-Rooms. Halt. Die haben wir dabei. Dann macht das ja sogar Sinn. Ist ja auch ein Bunker, ey. Irre. Witzig. Nö, aber hier ist noch was. Wo man mal fündig werden könnte. Der Magazin. Ab in diese engen Hose, ne? So. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin, ey. Kein Scheiß. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht lang gegangen. Alter, ist das ein Gewusel hier. Endlich, da sind die Räume. Von denen rede ich die ganze Zeit. Und was finde ich? Scheiße wahrscheinlich. Na, hab keinen Platz mehr. Schon voll, Alter. Oh, Baby. Die geile Rüstung. Ich glaube, die war eine 100er, ne? Die war noch komplett fertig.
95 ist gut. Da kann mich der Mech sogar einmal erwischen gleich. Und das wird sie aushalten, außer es ist natürlich ein Kopfschuss. Reinguckt. Ein ZF. Zack. Hä? Dann habe ich die Tür zugemacht. Na, ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück hier. Ja. Der Bunker ist einfach zu groß. Wo geht's hier hin? Nirgendwo. Futterräumchen. Hier kann man nicht aus zwei Linsen was bauen? Nee, ne? Ende. Der Bunker ist so groß. Und Steffi muss auch groß. Nein, hier waren wir schon. Dann waren wir hier wahrscheinlich auch schon. Ne. Jetzt komm, Baby. Find was. Erstmal eine fette AKM. Das ist schon mal nice. Nochmal eine Weste, aber die ist sowieso im Arsch. Die Stiefel haben eine bisschen bessere Wertung, aber scheiß drauf. Es fehlt immer noch das Flick-Set. Also das würde ich mich, da würde ich mich noch über freuen. Wenn man mal Ausrüstung reparieren könnte. Gut. Habe ich jetzt schon überall? Habe ich auch wieder reingeguckt? Alzheimer, lässt grüßen. Nein. Beinahe die Hälfte vergessen. Noch ein M82 Scope. Na gut, dann. Das Ziel Scopes habe ich dann ja wohl erfüllt heute. Na, da fehlt der Adapter. Gut. Eine Talk-Jacke. Nochmal ein M16, das habe ich aber genug Magazine, glaube ich. Ich habe aber nicht mal die Munition dafür. Denn irgendwann dürfen wir sie mal bauen. Und dann machen wir 18 Folgen nur Munition craften. So. Ich finde die Räume sehr gut, also. Ach, mal sind wir letztes Mal nicht lang gelaufen, deswegen. Schuss habe ich 5. Rambo. Mit 5 Schuss. Also ich würde auch gar nicht schlimm finden, wenn hier auch Zombies drin wären. Also hier würde ich mich zwar nicht wohlfühlen mit Zombies, aber wäre völlig in Ordnung. So, dann müssen wir hier raus. Bis nach Hause. Jetzt weiß ich nicht, zum Geier, wo es hier rausgeht, ey. Ich will raus! Boah, ist jetzt noch ein riesen Loothaufen. Ich finde meine Leiche nie. Oh. Auch geil, ey. Verdammt. Kann nichts austauschen. Ja, meine S. Mein Gott. Boah, hier, ja, hier oben ist der Ausgang. Also dieser zweite Ausgang. Wird doch spät. 11.50 Uhr, heile Witzka. Oh. Da.
Na, hier ist die Ausbeute etwas besser, finde ich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Das ist das Problem. Aha. Hier war ich aber schon mal dran. Hier ist der Ausgang. Ah, dann sind wir da links gegangen einfach nur. Bitte warten. Hier waren wir jedenfalls schon dran, seht ihr? Dann geht's hier wieder raus. Ja, wird das schön. Das hört sich an, als ob es regnen würde. Cool, lädt auch nicht fertig. Interessant. Ein Zombie an der Backe. Der eine hört sich aus, aber sehr weit weg wäre. Maus hat es gedreht. Oh. Zombie an der Kimme hat die Steffi wieder. Naja, ja. Okay, immerhin haben wir eine AK gefunden, ne? Keine AK-15, aber eine AK. M. So. Die Taschen voller Spaß. Das wäre noch ein Bär optimal, aber scheint ja echt selten zu sein, Bären. YouTube Mastering at GMX. Was ist das denn? Ich habe eine komische E-Mail bekommen. Ist mein YouTube-Kanal gelöscht worden? Ich muss gucken. Bestimmt wieder so eine Fake-E-Mail. Als ob YouTube eine GMX-Adresse hätte. Kleinere bis mittelgroße Tonprobleme festgestellt. Oh, eine technische Unterstützung. Interessant. Das muss ich mir gleich durchlesen. Werde ich euch dann informieren. Also ich müsste eigentlich da lang. Wer fällt ein? Schwierig, der Weg. Das Auto muss nach Hause, da bleibt mir nichts übrig. Server startet in 6 Minuten neu. Auch wenn es mir dann wahrscheinlich wieder einer vor der Haustür stellt, aber nee, ich will das selber schaffen. Satellitenanlage hier. Wow. Rückfahrlicht. Ach genau, wir haben auch Licht. So neu. Sollte man doch mal nutzen, ne? Okay. Ey, wir sind wieder in meinem Dorf. Was ich schön finde. Oder? Das ist ein anderes. Was ist das Unterschied mit dem Licht, ne? Jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Oh. Was? Dieser kleine Baum? Der wird wegfliegen. Man braucht keine Angst haben, das Auto. Hält sowas ja lustigerweise aus. Aber ich glaube nicht, dass das für immer so sein wird. Boah. Ich hab nur noch ein paar Minütchen. Wow. Schleudertrauma. Steffi Schleudertrauma. So. Oh, gut gemacht hier, oder?
Ist jetzt gut, Auto. Na, wo bin ich denn? Hier. Aber es ist geil mit Licht, ne? Ist nicht so dunkel? Ein Traum. Vielleicht neue Erfahrungen hier so zu fahren. Immer noch kein Drink gefunden, ey. Das ist echt gruselig. Also wenn mal eine Challenge gibt, durch den Wald zu fahren, habe ich eine gute Übung auf jeden Fall. Zap. Aber weit kann es nicht mehr sein. Wie lange noch? 3 Minuten. Na, jetzt kommt noch ein Airdrop, witzig. Wow! Das war unmöglich, das jetzt auszuweichen. Ich muss ja mit Schrauber. Also heile machen muss ich es auf jeden Fall. Bin ich denn jetzt hier verfickte Scheiße? Im Dunkeln sieht doch alles anders aus. Aber so richtig krasse Unfälle machen ganz schön viel Damage. Stress! Da bin ich. 2 Minuten noch bis zum Neustart. Ist mein Haus da? Oh, 15 Garagentore. Oh. Totaler Stress. Schnell. Hashtag Spawn Item. Feuerwerk. Schnell. Stress. Oh, jetzt kann ich auf dem Boden liegen. Das geht nicht. Hä? Achso. Scheiße. Ah, ich schaff's nicht. Das ist spawnt doch jetzt. So, zeitlich überhaupt nicht mehr drin. Nein, das war so knapp. Bis zur nächsten Folge.